بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Man hört heutzutage immer wieder den Ruf, der Islam wäre nicht zeitgemäß, der Islam bräuchte eine Reformation. Und wir wollen heute aus islamischer, fundamentalistischer Sicht auf diese Frage antworten. Und um diese Frage sinnvoll zu beantworten, müssen wir erstmal definieren, was eine Reformation ist und dann definieren, was der Islam ist. Denn hier fangen die meisten Missverständnisse schon an. Denn nicht alles, wo Islam draufsteht, ist Islam drin. Oder Islam ist nicht das, was Muslime tun, sondern das, was Muslime tun sollen. Das heißt, was ist Islam? Islam ist erstmal das, was die zwei Quellen des Islam beschreiben. Ich habe einen Vortrag darüber, was ist Islam. Da wird es natürlich über eine Stunde erklärt, was Islam ist. Aber in der Nussschale zusammengefasst ist Islam das, was durch die zwei Primärquellen, die zwei Hauptquellen des Islams ausgesagt, gelehrt wird. Das ist Islam. Das heißt, was der Koran lehrt, das unverfälschte Wort des allmächtigen Gottes, und was die Sunna lehrt, das heißt, das, was der Prophet getan, gesagt und wo er zugestimmt hat. Das ist Islam. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der eine bestimmte Tat verrichtet, dann fragen wir nicht, bist du Türke, bist du Araber, aha, dann ist das Islam. Da hat zum Beispiel gerade jemand, auf die Straße gepinkelt beispielsweise. Und weil er jetzt beispielsweise aus einem islamischen Land kommt, aus Pakistan, da heißt es, das ist vom Islam, du musst auf die Straße pinkeln. Oder beispielsweise jemand, das ist zum Beispiel jemand, macht etwas Unislamisches, behauptet aber nicht, dass das vom Islam ist. Dann gibt es andere Leute, die eventuell Sachen machen und die sagen, sie tun das, weil das der Islam vorschreibt. Bei Ehrenmord würde ich das nicht sagen, weil ich habe noch nie einen Ehrenmörder gesehen, der glaubt, dass das vom Islam wäre. Ich habe es nicht gesehen, weil die wissen eigentlich alles, dass es auch islamisch verboten ist. Vielleicht tun sie vor deutschen Gerichten so, um also nicht die Höchststrafe zu bekommen, als wenn sie gedacht hätten, das wäre vom Islam, weil das solche Halunken und Verbrecher sind, die sogar noch ihre Religion für ihr eigenes Leben durch den Dreck ziehen wollen. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die denken, wenn sie beispielsweise ein blaues Auge bei sich in die Dönerbude hängen oder in die Shawarma-Bude oder ins Auto hängen, dass das vom Islam wäre. Und das ist eine Praxis, eine Tat, die im Islam verboten ist. Es ist im Islam strengstens verboten, Glücksbringer anzubringen, weil es keine Glücksbringer bringt. Gleich weil es kein Glück bringt. Das Glück kommt alleine von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gibt dir Glück. Ja, von daher müssen wir jede Tat, die jemand verrichtet, nach dem Maßstab messen. Und dieser Maßstab ist der Koran und die Sunna. Das heißt, dann schauen wir uns jetzt heute an, warum sagen Leute, der Islam bräuchte eine Reformation. Warum sagen sie das? Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn es darum geht, dass Muslime beispielsweise in Deutschland eventuell durchschnittlich ungebildeter sind als eventuell Nicht-Muslime. Es könnte ja sein, ich habe diese Statistik jetzt nicht. Und falls es so eine Statistik gibt, weiß man auch nicht, ob man dieser Statistik glauben soll. Und dann würde ich erstmal sagen, selbst wenn das stimmt, kann man das nicht auf die Religion zurückführen, weil dort auch soziale Faktoren eine Rolle spielen, aus welcher Schicht man kommt, aus welchem Elternhaus man kommt. Und wir wissen ganz genau, dass die meisten Muslime, die hier nach Deutschland gekommen sind, als einfache Arbeiter hingekommen sind. Wenn man jetzt beispielsweise, und selbst wenn man sich die Italiener anguckt, die auch vor 30, 40 Jahren hingekommen sind, als einfache Arbeiter, und die sind Katholiken, dann sieht man auch, dass die meisten davon nicht dieselbe Bildung haben, durchschnittlich nicht so viele Gymnasiasten haben, wie die Deutschen, die hier aufgewachsen sind. Sind, ja, wie die Einheimischen. Also spielt hier die Religion sowieso schon mal keine Rolle. Aber selbst wenn wir sagen, global gesehen, haben die Muslime eine schlechtere Bildung. Wenn wir das behaupten würden und daran festhalten, dann müssten wir fragen, liegt das am Islam? Das heißt,
Gibt es im Koran oder in der Sunna eine Aussage, die sagt, du sollst dich nicht mit Wissen beschäftigen? Wenn es eine Aussage im Koran oder Sunna gibt, die das behauptet, dann würden wir sagen, ja, dann braucht der Islam eine Reformation. Weil Reformation ist eigentlich auch ein Begriff, der unterschiedlich verstanden werden kann. Rein linguistisch kommt es ja aus dem Lateinischen von re, was so viel heißt wie zurück, und Formation, also von der Form, das heißt Wiederherstellung, in die alte Form zurückbringen. Ja? Aber in den meisten Fällen versteht man heute unter Reformation einer Sache eine neue Gestalt geben, nicht Wiederherstellung, sondern eine neue, bessere Gestalt zu geben. Das ist etwas, was man heutzutage meistens unter Reformation versteht. Aber vom linguistischen Sinn her, ja, wenn man jetzt sagt Reformation, dann würden wir sagen, ja, die Muslime brauchen eine Reformation. Das heißt, die müssen ihren Glauben wiederherstellen und zwar wieder so herstellen, wie er gewesen ist, dass der Islam so verstanden wird, wie er verstanden werden soll. Nämlich das, was der Prophet a.s. gezeigt hat. Das, was der Prophet a.s. Frieden und Segen mit ihm gemacht hat. Das wäre eine Reformation. Aber wenn es darum geht, eine neue Form zu geben, ja, dann sagen wir als Muslime glauben, dass der Islam perfekt ist, weil er auf unverfälschten Quellen vom allmächtigen Gott basiert. So sagt Allah im Koran, Sure 15, Vers 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir haben die Ermahnung herabgesandt und wahrlich, wir werden diese Ermahnung schützen. Und das heißt, der Koran ist geschützt. An anderer Stelle in Sure 5, Vers 3 sagt Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Das heißt, es kommt danach nichts mehr. Die Religion ist perfekt. An anderer Stelle sagt Allah in Sure 33, Vers 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasul Allah wa khatamun nabiyyin. Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Kinder, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Das Siegel der Propheten. Das heißt, danach kommt kein Prophet mehr. Warum sind Propheten immer nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge gekommen? Alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft, der Tauhid. Wie Allah in Sure 16, Vers 36 sagt, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, damit sie den Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Wie auch beispielsweise im Alten Testament in Exodus 20, Vers 4 steht, ich bin der Herr dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst sie nicht anbeten und du sollst ihnen nicht dienen. Das ist die Botschaft. Oder wie Jesus beispielsweise gesagt haben soll, ja, in Johannes 5, Vers 30, ich kann von mir selber aus nichts tun. Und wie Jesus beispielsweise in allen Evangelien gelehrt hat, Gott alleine anzubeten. Das ist die Botschaft. Aber die Botschaft wurde immer wieder verfälscht. Ja, Gott hat es zugelassen, dass Menschen sich versündigen und hat danach neue Propheten geschickt, die Botschaft gebracht haben, die Botschaft wieder hergestellt haben, sozusagen eine Art Reformation, Wiederherstellung der richtigen Botschaft. Ja. Und der letzte Punkt, hier wird natürlich jemand fragen, ja, wie konnten dann zwischendurch Leute die wahre Botschaft nicht bekommen? Doch, sie konnten sie bekommen. Und wenn sie nicht bekommen haben, dann haben sie eine Ausrede vor Allah, sodass sie am jüngsten Tag auf die Probe gestellt werden. Aber als der letzte Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm gekommen ist, hat Allah im Koran, Sure 15, Vers 9, versprochen, weil er der letzte Prophet ist, laut Sure 33, Vers 40, dass er diese Botschaft schützen wird. Das heißt, die Botschaft ist perfekt. Und da er gesagt hat, dass die Botschaft komplett ist, wird schon ihr nichts nützen und Gott wird schon ihr nichts verändern. Entschuldigung, wird schon ihr nichts verändern. Und sie wird bis zum jüngsten Tag zu bleiben. Und Gott hat gewusst, dass er will, dass bis zum letzten Tag dieses Buch gültig ist. Hätte er das nicht gewollt, dass diese Gesetze gültig sind, dann hätte er danach noch andere Propheten geschickt. Das heißt, wenn wir von Reformation, akzeptabler Reformation im Islam reden, dann reden wir von einer Rückkehr zu Koran und Sunna. Das heißt, dass man den Islam
frei macht von Dingen, die mit dem Islam eigentlich nichts zu tun haben. Wie Heiligenverehrung, wie beispielsweise, dass ein bestimmter Scheich eine bestimmte Vollmacht hat, eine bestimmte Vermittlerschaft zu Gott für dich hat. Oder wie beispielsweise, dass man zu bestimmten Orten geht, wo man Tabarruk macht. Das heißt, wo man denkt, man kriegt von diesen Orten einen bestimmten Segen, weil das alles Dinge sind, die die Gefährten des Propheten Friede und Segen mit ihm nicht gemacht haben. Und diese Art von Reformation, die Luther auch gebracht hat, ja, weil was mich wundert ist, weil was diese Leute wollen ist, die wollen eine Koranverdrehung haben. Die wollen keine Wiederherstellung des Islam haben, wenn sie von Reformation reden, sondern sie wollen eine Koranverdrehung haben. Im Koran steht rechts. Nein, nein, das könnten wir auch als links verstehen. Das wollen sie. Und dann höre ich von einigen Leuten, und ich habe meinen Ohren nicht getraut, der Islam bräuchte einen Martin Luther. Und sie meinen aber eigentlich, dass zum Beispiel Dinge, die im Koran stehen, wie zum Beispiel Hand abhacken, wie zum Beispiel Kopftuch und so weiter, Dinge, die eindeutig da drin stehen, dass man die abschaffen muss. Ja, das heißt, dass wir das anders interpretieren. Und das ist, und dann kommen sie mit dem Beispiel, man bräuchte einen Martin Luther. Und da habe ich echt gefragt, ob die Leute den Knall nicht gehört haben oder ob die einfach nur, ob die Martin Luther gar nicht kennen. Wer war Martin Luther? Ich bin Protestant gewesen. Martin Luther ist einer derjenigen, die die Abspaltung von der katholischen Kirche, ja, also die dazu geführt haben, dass sich Christen, die Christenheit gespalten hat. Wie zum Beispiel auch Calvin und andere. Ja? Und wie hat er dazu geführt? Was hat bei ihm dazu geführt? Zum Beispiel, dass er verschiedene Sakramente für ungültig erklärt hat. Zum Beispiel die Priesterweihe, zum Beispiel die letzte Ölung, zum Beispiel Heiligenverehrung. Deswegen wurden diese ganzen Figuren aus der Kirche rausgeschmissen. Und man findet heute keine Bilder von Heiligen in den protestantischen, in den evangelischen Kirchen. Das heißt, was Martin Luther gemacht hat, ist, er hat gesagt, wir dürfen nichts praktizieren, was nicht in der Bibel drin steht. Er hat nicht gesagt, wir können die Bibel interpretieren, wie wir wollen. Was Martin Luther gesagt hat, ist, ja, dass der Papst nicht das Alleinrecht auf die Interpretation der Bibel hat. Aber im Kontext der Geschichte wollte er damit sagen, dass, weil der Papst Dinge hineininterpretiert hat, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind. Das ist der Punkt, ja. Und dann, was Martin Luther auch kritisiert hat, waren, dass Vermittler genommen werden zu Gott. Ja, Vermittler. Und so hat er beispielsweise 1517 die Ablass, 95 Thesen gegen den Ablass erlassen. Er war gegen Bilder. Ja, und die Theologie sollte sich nur an der Bibel orientieren. Das heißt, er war ein Fundamentalist gewesen. Und diese Art von Bewegung, nur das Problem ist, dass das Fundament unserer Meinung nach gefälscht ist. Und dass Martin Luther trotz seiner Betrachtung der Bibel auf die Trinität unserer Meinung nach reingefallen ist. Denn Martin Luther hat auch nicht gesagt, der Christ darf homosexuell sein. Er war ein Feind von Homosexualität. Martin Luther war antisemitisch gewesen. Martin Luther war jemand gewesen, durch den im Nachhinein auch Bauernaufstände passiert sind, Blutvergießen. Das heißt, man muss hier die Sache etwas differenzierter betrachten, ob diese Kriege nun etwas Positives für die Menschen gebracht haben oder nicht, das sei dahingestellt. Darüber will ich hier nicht diskutieren. Aber jetzt zu dem Punkt nochmal zurückzukehren. Diese Art von Reformation, die gibt es im Islam schon lange. Und die kommt alle 100 Jahre. Und zum Beispiel der Sheikh Mohammed Abdul Wahab gehört dazu. Weil er hat es kritisiert, wie zum Beispiel in einigen Sufi-Tarikats, wo der Sufi die Spezialinterpretationsgabe hat. Dort steht rot und er sagt, nein, blau. Beispielsweise. Oder dass Vermittler genommen werden zwischen sich und Gott. Ja? Oder dass zu irgendwelchen Orten gepilgert wird, wo man Tabarruk macht, Segen von den Orten erlangen will. Das heißt, diese Art von Reformation gibt es im Islam schon lange. Das heißt, dass man den Islam wiederherstellt, dass man zurückkehrt zu den Quellen, dass man zurückkehrt zu der wahren Botschaft. Von daher ist diese ganze wirklich diese Argumentationsweise völlig lächerlich.
Martin Luther hat sich gegen das Zölibat ausgesprochen, weil er gesagt hat, das hat keine Grundlage in der Bibel. Ja? Und er hat nicht gesagt, als er gesagt hat, jeder kann die Bibel interpretieren, dass er gesagt hat, da kann jetzt jemand die Trinität weginterpretieren. Sondern er war der Meinung, dass derjenige, der seinem Glauben nicht folgt, in die Hölle geht. Von daher ist das wirklich lächerlich. Nun gehen wir zurück zu dem Fall Reformation. Das heißt, wenn wir davon reden, den Islam von nicht-islamischen Erscheinungsformen, die unter Muslimen praktiziert werden, zu reinigen, so sagen wir natürlich, wir sind Leute, die eine Reformation fördern. Denn wir sagen zu den Muslimen, schafft diese ganzen Glücksbringer weg. Der Prophet hat dagegen gepredigt. Hört auf mit diesen Tarikats. Du musst zu einem Scheich gehen, bei dem Scheich Bey'a machen, bei dem Scheich Toba machen. Das ist parallel das ist genau das, was die katholische Kirche gemacht hat. Du musst zu dem Priester gehen und dann dort einen Ablass machen. Ja? Bete 25 Mal dieses oder jenes und dann wird dir verziehen. Oder bezahle etwas Geld, dann wird dir vergeben. Und dann mache ich Dua für dich und dann wird dir vergeben. Genau, oder mache ich Bittgebet für dich, dann wird dir vergeben. Genau wie bei der katholischen Kirche. Man beichtet bei dem Priester. Hier ist es so, der beichtet praktisch, es wird nun nicht Beichte genannt, bei dem Scheich von dem Tarikat. Und das ist genau das, was wir kritisieren. Ja, der Prophet, der hat gebetet, hier die Leute fangen an zu tanzen. Ja, der Prophet hat Dhikr gemacht, diese Leute machen neue Gottesdienste, die nichts mit dem, was der Prophet a.s. gebracht hat, zu tun haben. Das heißt, aus dieser Perspektive braucht der Islam eine Reformation. Wenn es aber darum geht, und das ist das, was man öfter hört, dass der Islam eine Reformation seiner Quellen braucht, das heißt, dass die Quellen nicht mehr als die Quellen zu verstehen sind, sondern dass jeder mit den Quellen die Quellen so verstehen kann, wie er will, dann ist der Islam ganz klar und deutlich nicht reformierbar. Wenn es darum geht, wenn man unter Reformation versteht, eine neue, bessere Form zu bringen, ist der Islam nicht reformierbar, weil der islamische Glaube ganz klar laut Koran und Sunna zeigt und sagt, dass das beste Praktizieren, das Praktizieren des Propheten Muhammad a.s. war zu seiner Zeit. Allah sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Und der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, das heißt in den Quellen, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. سَتَفْتَارِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Das heißt, 73 Gruppen, alle sind im Höllenfeuer, außer eine. Dann wird er gefragt, wer ist diese Gruppe, die gerettet ist? Er sagt, Ma'ana al-Yomu washabi, die, die so glauben wie ich und meine Gefährten. Zusätzlich davor, wozu im Koran steht, Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi, faqad ihtadaw. Das heißt, wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt, dann sind sie recht geleitet. Das heißt, man muss den Glauben so praktizieren, wie die Menschen es zur damaligen Zeit verstanden haben. Dann wird jemand sagen, ja, das passt doch nicht in die moderne Zeit. Dann fragen wir, was passt nicht in die moderne Zeit? Im Koran und in der Sunna gibt es Aussagen heutzutage, auf die islamische Gelehrte sich stützen bei den modernsten Fragen. Wie zum Beispiel, wann ist eine Schönheitsoperation erlaubt? Da gibt es die allgemeine Regel, dass man nichts am Körper ändern darf, außer Unnatürlichkeit, weil zum Propheten a.s. in seiner Zeit gab es zum Beispiel jemanden, der die Nase weg hatte, ja, und dann hat er eine Prothese für die Nase bekommen. Das heißt, in solchen Fällen, wo es eine Unnatürlichkeit gibt, ist es erlaubt. Ja. Aber nicht einfach so, ja, ich möchte schöner aussehen, ich möchte dieses oder jenes. Ja. Das heißt, oder beispielsweise Retortenbabys, da gibt es Fatwas zu, dass es erlaubt ist, solange Sperma und Eizelle von was sind? Von Ehepartnern. Das heißt, es gibt in diesem Fall für alles Fatwas, die zurückgehen, das heißt Rechtsgutachten, theologische Rechtsgutachten, die zurückgehen auf Aussagen des Propheten a.s. und auf Aussagen des Korans. Man muss sich nur mal etwas tiefgründiger damit beschäftigen. Und leider gibt es Leute, die sich Muslime nennen und die absolut keine Ahnung haben und eine Ehrfurcht haben vor dem Käfir und Minderwertigkeitskomplexe haben und dann den Menschen hier in Deutschland irgendetwas erzählen, um den Applaus zu ernten. So, was ist nicht passend? Ja, was muss man uminterpretieren? Dann kommt ja Kopftuch. Warum? Für wen? Für dich? Gefällt es dir nicht?
Ob dir das Kopftuch gefällt oder nicht gefällt, ist kein Maßstab für uns. Ja, dir gefällt vielleicht besser, wenn die Frau im Tanga durch die Gegend latscht. Nein, hier, das ist die Religion Gottes und die ist kein Wunschkonzert und auch kein Selbstbedienungsladen. Es ist ganz eindeutig. Oder dann kommt er mit Steinigung. Ja, nee, Steinigung, wir müssen das heute anders interpretieren. Für wen? Für dich? Weil es dir nicht gefällt? Ja, Peitschenhiebe. Gefällt mir nicht. Ja, das ist dein Problem. Das ist unsere Religion. Wir haben nicht das Recht, das, was Allah uns befohlen hat, zu verwerfen. Und wenn wir es verwerfen, dann sind wir, wenn wir es ablehnen, dann sind wir entweder ungehorsam. Und wenn wir es als falsch ansehen, dann wären wir aber a'yadhu billah aus dem Islam ausgetreten. Möge Allah uns festigen. Und hier gibt es ein großes Missverständnis, das mir schon am Anfang des Islams, das ich schon am Anfang des Islams bemerkt habe, wo ich mich mit dem Islam noch beschäftigt habe. Es wird immer wieder versucht, den Menschen einzureden, dass es im Islam so ähnlich war wie in der katholischen Kirche, dass dort die bösen Männer sind, die den Koran einfach so nach ihren eigenen Gelüsten interpretiert haben, um die Frau zu unterdrücken. Ja. Aber deswegen sollte jeder den Koran interpretieren, wie er will, und dann ist alles okay. Ja. Aber Fakt ist, dass es im Islam niemals, zumindest im sunnitischen Islam, einen Klerus gab wie im Christentum, wo sich Leute die Taschen voll gemacht haben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, ja, sondern dass die Gelehrten des Islams meistens die Ärmsten waren. Ahmed ibn Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, das waren alles Menschen, die arm gewesen sind. Das war kein Klerus, der Geld verdient hat durch seine Botschaften, sondern das waren Leute, die die Botschaft verteidigt haben. Deswegen kann man den Klerus im Islam, den Klerus im Christentum nicht mit den Gelehrten des Islam vergleichen. Und es gibt Frauengelehrte. Und die beste davon ist Aisha radiallahu anha, die den Koran so interpretiert hat. Ja, deswegen dieser Vergleich, man versucht immer das Bild des Christentums, des Klerus, der die Menschen ausgebeutet hat, der den Koran so der die Bibel so interpretiert hat, dass sie dadurch Profit kriegen konnten, dass sie dadurch Geld verdienen konnten und sich die Taschen vollstopfen konnten. Man versucht immer dieses Bild auf die muslimischen Gelehrten zu beziehen, nach dem Motto, die muslimischen Gelehrten, die wollten die Frauen unterdrücken und deswegen haben sie den Koran so oder so auf diese oder jene Art interpretiert. Wenn man jedoch den Koran betrachtet und die Methodik der Koraninterpretation studiert, dann sieht man, dass diese Interpretationen, die die Gelehrten haben, zumindest was Grundformen angeht, was Hijab angeht, Kopftuch, was beispielsweise Mehrehe angeht und all diese Dinge, dass das ist, was der Koran lehrt. Es gibt Dinge, die umstritten sind, ja, die ich selber auch kritisiere, wie zum Beispiel, Frau soll kein Auto fahren, ja, oder Frau soll dieses oder jenes nicht. Aber das ist ein Punkt, ja, der strittig ist, der auch nur in Saudi-Arabien heutzutage praktiziert wird. Aber das ist eine andere Fragestellung. Ja, wenn ein Fehler vielleicht geschieht, heißt das nicht, dass die Gelehrten an anderen Stellen Fehler gemacht haben. Aber diese Dinge wie Kopftuch, wie Mehrehe, sind schon Dinge aus der Zeit des Propheten a.s. Und deswegen ist dieser Ruf nach einer Reformation im Sinne von den Koran verdrehen, völlig fehl am Platz und nur ein Zeichen, dass Menschen mit dem Koran nicht zufrieden sind. Und wenn ein Nicht-Muslim mit dem Koran nicht zufrieden ist, ist das sein Problem. Aber da soll er uns nicht erzählen, wir müssen, weil er nicht zufrieden ist mit dem Koran, den Koran verdrehen. Und leider einige Muslime, weil sie Minderwertigkeitskomplexe haben, weil der Westen die Kaffeemaschine erfunden hat oder die Mikrowelle, die denken dann, oh, der Fehler liegt bestimmt bei mir, weil dem Käfir der Koran jetzt nicht gefällt, also muss ich jetzt etwas an der Botschaft verändern. Das ist Quatsch. Selbst zur Zeit des Propheten gab es Leute, denen das, was er gepredigt hat, nicht gefallen hat. Das Zeichen von Akzeptanz oder von Richtigkeit der Dawa ist nicht die Akzeptanz der Dawa. Denn Nuh a.s. hatte nach 950 Jahren nur 13 Anhänger nach einigen Tafsir-Überlieferungen.
Das heißt, das ist kein Maßstab. Hier, der Koran ist klar und deutlich in den fundamentalen Fragen. Es gibt Dinge, die mehrdeutig sind, aber in den fundamentalen Fragen ist er ganz eindeutig und ganz plausibel. Und man wird sehen, dass die Meinung der großen sunnitischen Gelehrten wie Abu Hanifa, wie Imam Malik, wie Imam Shafi'i, wie Imam Ahmed ibn Hanbal und andere wie Auza'i, Thawri etc. alle nachvollziehbar, logisch, plausibel auf Koran und Sunna basieren. Und das ist meine und das sind die Worte von heute. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Religion verteidigen und vor diesen möchte gern Islam erneuern, bewahren. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.